In diesem Video werde ich die komplette WM 2022 mit Deutschland von der Gruppenphase an bis hoffentlich ins Finale durchspielen. Servus oder so, die große Frage ist ja, welche Chancen rechnet ihr für Deutschland aus in der anstehenden Weltmeisterschaft? Vielleicht finden wir ja einen kleinen Hinweis darauf, indem ich hier versuche in FIFA 23 mit Deutschland die WM zu holen. Wir testen damit auch zum ersten Mal so richtig den neuen WM-Modus in FIFA 23. Wenn euch das Ganze gefällt, vergesst nicht einen Daumen da zu lassen, abonniert gerne meinen Kanal, aktiviert die Glocke. Aber warum hat er jetzt den Kader wieder zurückgesetzt? Ja, das ist direkt schon mal die erste Enttäuschung. Ich hab's gerade nochmal versucht. Hab die WM komplett neu gestartet mit meinem eigenen Kader. Aber der springt da immer wieder zurück zu so einem Standardding, wo dann zum Beispiel Philipp Max mit dabei ist. Oder ein Younes. Aber Leute wie Moukoko fehlen einfach komplett. Auch Füllkrug habe ich hier leider nicht mit dabei. Ich werde die Mannschaft jetzt trotzdem so ein bisschen nach meinen Wünschen anpassen. Und Spieler wie Werner, die beim richtigen Turnier nicht dabei sind, werde ich halt einfach von Haus aus direkt rauslassen. Das bedeutet dann, Kai Havertz geht in den Sturm. Dahinter muss auf alle Fälle Jamal Musiala spielen. Goretzka und Kimmich auf der 6. Sané links, rechts Gnabry, also ein komplettes Bayern-Mittelfeld. Als Linksverteidiger würde ich sogar eher auf Günther setzen. Also ich gehe jetzt wirklich null nach FIFA-Gesamtstärke, sondern nur danach, wie ich die Jungs in der Realität aufstellen würde. Innenverteidigung, Rüdiger und Ginter oder Schlotterbeck. Bei mir hat Schlotterbeck den klaren Linksfuß-Bonus. Und dann rechts hinten tatsächlich Niklas Sulinho. Und das wäre meine Startelf. Jetzt muss ich es nur noch hinkriegen, dass auch auf der Auswechselbank nur Spieler sind, die auch wirklich mit dabei sind beim Turnier. Weil hier fehlt ja auch zum Beispiel ein Bella Kotschap komplett. Ja, und ich hätte so gern mit Füllkrug vorne drin gestartet. Ich glaube, den hätte ich zumindest mal für die Gruppenspiele auf alle Fälle vorne reingestellt. Ich hoffe, EA updatet da die Kader irgendwann. Vielleicht spiele ich die WM dann nochmal. So wird sie auf alle Fälle erstmal aussehen. Meine Auswechselbank. Dazu noch 4 Reservespieler. Und alles, was darunter kommt, ist ja eigentlich gar nicht mit dabei bei dieser Weltmeisterschaft. Die Top 11 steht jetzt also. Schwierigkeit, da gehen wir auf ultimativ natürlich. Und dann werde ich die Gruppenphase, also die kompletten 3 Spiele, über die Highlights zocken. Ab der K.O.-Phase werde ich dann natürlich die kompletten Spiele steuern. Jetzt aber mal rein da in den deutschen WM-Auftakt. Gegen Japan legen wir los. Und jetzt sehen wir auch zum allerersten Mal, wie das hier alles genau aussieht. Ist schon echt ganz schick gemacht, muss man sagen. Ich habe aber auch schon gehört, dass es den ein oder anderen Bug geben soll. Bin ich auch mal sehr gespannt, ob wir davon irgendwas mitbekommen werden, während hier gerade die deutsche Nationalhymne läuft. Aber wir müssen jetzt auch nicht übertreiben. Wir hören aber natürlich noch kurz in die von Japan gemeinsam rein. Schauen uns die Aufstellungen an, wobei ihr unsere ja eh schon kennt. Gehen wir also direkt rüber zu Japan. Leider gibt es da immer keine Gesamtübersicht dann mehr. Das heißt, ich muss euch hier alles einzeln zeigen. Die Sechser, die 3 offensiven Mittelfeldspieler. Kamada ist da dabei und vorne drin dann noch Asano. Also beide Teams beginnen in einem 4-2-3-1. Havertz stößt das Ding an und dann gehen wir rein in die Highlights, die das Ganze natürlich nochmal deutlich spannender machen, denn es wird nicht unbedingt einfacher. Sané zieht da komplett durch, aber trifft leider nicht das Tor, beziehungsweise der japanische Torhüter pariert das Ding. Jetzt Asano gegen Christian Günther, den ich ja mit reingenommen habe. Süle kommt mit nach hinten und dann Günther fängt das Ding ab. Alleingang für Deutschland. Havertz allein auf weiter Flur. Der Superdribbler ist er jetzt aber leider nicht. Wir suchen nochmal Jamal Musiala. Der findet Leroy Sané. Nochmal nach hinten. Wir bauen das Ganze ruhig auf. Goretzka, Musiala. Aber da ist halt einfach keine Lücke. Dann ist es schon extrem schade, dass ich einen Füllkrug nicht aufstellen kann, denn dann wäre da vielleicht mal was über Flanken möglich. Auf Havertz vertraue ich da nicht so ganz. Komm, jetzt ist es mal eine ganz andere Situation. Und zwar ein Konter. Der läuft über Gnabry. Ah, wir tun uns gerade richtig schwer, hier überhaupt ein Tor zu erzielen. Und jetzt kommt Japan mit dem schnellen Asano. Der braucht zum Glück eine Zeit, bis er den Ball unter Kontrolle bekommt. Bis dahin ist Rüdiger wieder hinten. Kimmich fängt den Pass ab. Ich habe halt Angst, dass es hier gleich 0-0 ausgeht. Vor allem ist die nächste Möglichkeit auch wieder eine für Japan. Und da ist Asano auf einmal durch. Und Asano schießt vorbei an Neuer und trifft zur 1-0-Führung für Japan. Ich habe ja gesagt, das mit den Highlights macht es spannender. Und genau
genau so ist es. Weil das sorgt einfach dafür, dass es nochmal ein ganzes Stückchen schwieriger ist. Süle kommt mit nach vorne bei dem Angriff. Gnabry passt den ganz wo Falsches hin. 80. Minute, das könnte schon der letzte Angriff sein. Ja, und genau so ist es. Deutschland verliert mit 1:0 gegen Japan zum Auftakt. Da wollen wir mal hoffen, dass das in der Realität besser läuft. Und jetzt muss es halt gegen Spanien laufen. Die haben ihr erstes Spiel gewonnen gegen Costa Rica. Boah, wir sind halt jetzt schon gewaltig unter Druck, ne? Wenn ich jetzt in dem Video einfach in der Gruppenphase ausscheiden würde, das wäre natürlich schon komplett sinnlos. Und unser nächster Gegner ist halt eigentlich nochmal eine ganze Nummer stärker, denn es sind die Spanier mit Ramos, der eigentlich auch gar nicht dabei ist bei der WM. EA muss da wirklich die Kader aktualisieren. Ich habe jetzt direkt auch ein bisschen durchgetauscht. Raum geht auf links hinten und vorne drin wird Thomas Müller beginnen. Da seht ihr es. Einfach weil es so halt nicht weitergehen kann. Nach der Auftaktniederlage gegen Japan musste ich einfach die ein oder andere Sache umstellen. Spanien spielt in einem 4-3-3 mit Pedri, Rodri, Koke im Mittelfeld und vorne drin Oyarzabal, Moreno und Torres. Also wie schon gesagt, die sind auf alle Fälle besser als die Japaner. Dadurch kann es sein, dass wir den ein oder anderen Angriff weniger erhalten vom Spiel. Was bedeutet, dass ich die Angriffe auf alle Fälle noch besser ausspielen muss. Und natürlich auch, dass ich richtig gut verteidigen muss. Pedri aber klasse von Rüdiger. Wie er da noch dazwischen geht. 22. Minute. Spanien darf schon wieder angreifen. Erneut ist es Pedri, der spielt den wunderbar durch. Und dann ist es passiert. Die machen das halt so eiskalt, ne? Jetzt Musiala, Goretzka findet Sané. Den spiele ich zu Müller. Aber du darfst dir halt keinen einzigen Fehlpass hier erlauben. Wenn nur ein Ball nicht ankommt, dann war es das sofort mit der Szene. Dann kann es auch schon sein, dass ich in der ganzen ersten Halbzeit keine weitere mehr bekomme. Aber wie zur Hölle willst du da durchkommen, ey? Die stehen da mit allen Leuten hinten drin. Jetzt vielleicht Müller kriegt den nicht vorbei am Gegenspieler. Nochmal Müller zu Sané. Jetzt muss es aber passieren. Das erste WM-Tor für Deutschland. Das ist Leroy Sané. Ganz, ganz wichtige Bude hier. Aber eigentlich müssen wir dieses Spiel halt schon fast gewinnen. Jetzt vielleicht der Steilpass auf Thomas Müller. Der ist leider nicht der allerschnellste. Bekommt den Ball aber trotzdem unter Kontrolle. Das sind so viele Spanier hinten drin. Gegen so wenig Deutsche trotzdem wunderbar gespielt. Nochmal rüber zu Sané. Der kommt leider nicht an. Aber jetzt läuft sie auf alle Fälle ein Stückchen besser. Gündogan ist mittlerweile eingewechselt. Gnabry versucht es hier mit dem Außenriss. Doch wenn wir jetzt das Spiel noch gewinnen wollen, dann muss dieser Angriff zu einem Tor führen. Aber ich kann halt nicht einfach Thomas Müller steil schicken. Wir müssen das Ganze wieder ruhig aufbauen. Nur den Ball nicht leichtfertig herschenken. Aber genau das habe ich gerade getan. Musiala steht im Abseits. Wir spielen nur 1:1 gegen die Spanier. Ich hoffe, wir sind jetzt nicht schon rausgeflogen. Wie ist das andere Spiel ausgegangen? Okay, 1:1 haben sich Costa Rica und Japan getrennt. In den letzten Spielen trifft jetzt der Erste auf den Zweiten und der Dritte auf den Vierten. Spanien muss halt gewinnen gegen Japan oder halt Japan gewinnen gegen Spanien. Die dürfen auf keinen Fall unentschieden spielen. Und dann haben wir noch eine Chance aufs Weiterkommen, indem wir Costa Rica schlagen. Am besten mal mit mindestens 2 Toren Abstand. Ey, das war echt null geplant, dass das hier direkt so spannend wird. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin jetzt. Wir gehen mit der gleichen Aufstellung rein wie gerade gegen Spanien. Da habe ich nichts geändert, weil es ist ja schon ein Stückchen besser geworden gerade eben. Hä, oder warum ist da Kai Havertz jetzt wieder im Sturm? Ich dachte eigentlich, der würde es dann so lassen, aber gut. Dann spielen wir wieder mit Havertz. Ich frage mich halt, warum Costa Rica hier einen Angriff nach dem anderen bekommt. Die sollten doch eigentlich ein ganzes Stückchen schlechter sein als wir so von der Gesamtstärke. Deshalb müsste Deutschland doch hier eigentlich die Möglichkeiten bekommen. Die erste ist eine Standardsituation. Die reinzuflanken in FIFA ist halt immer ein bisschen sinnlos. Ich werde den einfach mal kurz passen zu Günther. Der findet in der Mitte Goretzka. Der legt den nochmal raus zu Niki Süle. Der geht da durch über die Grundlinie, verliert den Ball dann aber halt. Und wenn du hier einmal den Ball verlierst, dann war es das sofort. Ich musste abziehen mit Kai Havertz und der schießt den rein. Das ist eine wichtige Bude. Also zum Glück spielt der Havertz und eben nicht Thomas Müller. Das war ja eigentlich ein Versehen. Aber Müller hätte den mit links niemals reingeschossen. Und jetzt darf Gnabry per Elfmeter versuchen gegen Keylor Navas. Ey, das muss einfach ein Tor werden. Bitte Gnabry, schießt den verdammten Ball rein. Jawohl, Junge. Der Chefkoch ist am Start. Schlägt zum allerersten Mal zu bei dieser WM. Und jetzt sieht es echt gut aus in Sachen Weiterkommen. Wir müssen natürlich hoffen, dass Spanien gegen Japan nicht unentschieden ausgeht. Denn dann wäre die Sache natürlich gelaufen für uns. Beinahe das 3:0 hier. Aber 2:0 sollte halt auch reichen. Wenn ich jetzt einfach nur noch halbwegs sinnvoll verteidige. Kehrer, sehr gut. Wir bekommen noch
ein Angriff in der 63. Also es schadet jetzt natürlich nicht, hier einfach noch ein drittes Tor zu schießen. Aber ihr wisst, das ist alles gar nicht so einfach, Jamal Musiala. Auch er mit seinem ersten WM-Tor. Jetzt geht doch endlich mal was nach vorne. Noch eine Ecke für Costa Rica, aber Kehra köpft den raus. Und danach ist auch Schluss. Wir schlagen Costa Rica mit 3:0. Richtig gute Leistung. Wir sind scheinbar im Turnier angekommen. Ich hoffe halt, dass es jetzt nicht zu spät war. Alles hängt davon ab, wie Japan gegen Spanien gespielt hat. Sind wir noch drin? Wir sind noch drin. Jawohl, ganz, ganz wichtig. Und tatsächlich sind die Spanier rausgeflogen, denn die verlieren gegen Japan mit 2:1. Dadurch wird Japan Gruppenerster mit 7 Punkten. Wir schauen uns natürlich noch die anderen Gruppen an. In Gruppe F ist Belgien vorne, deshalb treffen wir jetzt auf die. In Gruppe G Brasilien Erster, keine große Überraschung. Gruppe H Uruguay, Portugal, Korea und Ghana. Dann haben wir noch 4 Gruppen übrig. Die Franzosen holen nur 4 Punkte, kommen gerade mal so weiter. Gruppe C Argentinien und Polen ziehen ein in die nächste Runde. Für Mexiko ist es extrem bitter, weil auch die haben immerhin 6 Punkte geholt. Kommen trotzdem nicht weiter. England wird Gruppenerster in Gruppe B. In Gruppe A ziehen der Senegal und die Niederlande in Runde. Ja, was heißt Runde? Ins Achtelfinale halt ein. Und da treffen wir mit Deutschland ja jetzt auf Belgien. Die waren ziemlich gut in meinem einen Prophezeiungsvideo der Weltmeisterschaft hier im FIFA-WM-Modus. Das ist auf alle Fälle in der Infocard verlinkt, wer es noch nicht gesehen haben sollte. Also die haben schon auch echt eine gute Mannschaft hier. Mit natürlich dem Kapitän Kevin De Bruyne. Aber auch ansonsten Courtois natürlich brutal. Innenverteidigung Alderweireld, Vertonghen, Denayer. Dann Carrasco, De Bruyne, Tielemans und Meunier davor. Im offensiven Hazard und Mertens. Und vorne drin dann noch Batshuayi, also nicht Lukaku. Unsere Aufstellung ist die, die ich ganz am Anfang zusammengestellt habe. Und ihr merkt schon, jetzt ist es natürlich soweit. Ich werde die komplette Partie selbst zocken. Ich würde aber tatsächlich sagen, dass es dadurch einen Ticken einfacher wird. Im Vergleich dazu, wenn ich nur die Highlights zocke. Was aber nicht gleich heißt, dass ich hier easy und entspannt gewinnen werde. So einfach ist es leider nicht. Wobei das hier sehr vielversprechender aussieht. Dann muss es sein, Jamal Musiala, bitte fährt einfach unser WM hält. Ist ja krank, wie der aktuell beim FC Bayern in Form ist. Genau so brauchen wir ihn auch bei der WM. Das könnte das 2:0 sein und das ist es. Serge Gnabry schließt wunderbar ab. Es läuft direkt so viel besser, Mann. Als vorhin noch mit den Highlights. Sané dribbelt vorbei. Sané scheitert an Courtois. Da hätten wir die Sache hier schon ganz klar machen können. So ist Belgien hier weiter drin in der Partie. Die brauchen ja nur ein Tor und schon ist wieder alles offen. Es passiert sofort. Aber vielleicht sind sie jetzt auch ein bisschen zu offensiv unterwegs. Erneut Sané, erneut verzieht er. Ich hoffe mal sehr, dass ich die Chancenverwertung nicht noch recht. Hofmann ist mittlerweile eingewechselt. Generell habe ich ein bisschen durchgetauscht. Sané kommt an den Kopfball ran. Also der entwickelt sich hier wirklich zum ultimativen Chancentod. Auf der anderen Seite macht Carrasco in der 88. Minute besser. Belgien hat mittlerweile ein Pressing gespielt und genau da fallen wir rein, verlieren den Ball im Aufbau und jetzt geht es hier tatsächlich noch in eine Verlängerung. Also das hätte ich mir auch echt gerne gespart. Jetzt hoffe ich halt, dass wir das Ganze in der Verlängerung klar machen können. Aber besonders viel Zeit bleibt da jetzt auch schon nicht mehr übrig. Warum spielt er denn den so extrem steil vorne rein? Sané ist halt auch echt nicht mehr der allerfitteste jetzt mittlerweile. Sonst wäre er ja vielleicht rangekommen an den Ball. Jetzt läuft er mittlerweile die 120. Minute. Kehra bekommt den nicht durch. Und es wird hier ein Elfmeterschießen geben. Als erstes tritt De Bruyne an. Gegen Manuel Neuer, der hat die Ecke, aber hält ihn trotzdem nicht. Jetzt Gündogan, der geht für links oben. Das ist einfach meine Ecke. 1:1 Ausgleich. Carrasco gegen Neuer, der geht nochmal auf rechts und dieses Mal ist Manuel Neuer zur Stelle. Jetzt Havertz, wir probieren mal die andere Variante. 2:2, Van Naken gegen Neuer. Jetzt schießt sogar mal einer nach links. Leroy Sané trifft den perfekt und deshalb muss das jetzt auch ein Tor sein, Mann. Ist es aber natürlich nicht. Tielemans gegen Neuer. Wir können wieder in Führung gehen, wenn Hofmann das Ding hier verwandelt. Sehr stark und jetzt muss Neuer einfach nur den Ball halten. Komm, Manu, halt diesen Ball, tut er nicht. 3:3. Thomas Müller kann alles klar machen und Thomas Müller macht alles klar. Deutschland zieht in die nächste Runde ein. Das war viel zu knapp. Für das, dass wir schon so früh mit 2:0 vorne gelegen sind. Komplett unnötig, aber jetzt sind wir immerhin im Viertelfinale. Und dort treffen wir
auf Serbien, die sich mit 3:2 gegen Uruguay durchgesetzt haben. Ansonsten ist noch Frankreich gegen Polen rausgeflogen. Die Niederlande sind raus, Argentinien. Also es ist schon ein etwas seltsames Viertelfinale. Aber ich finde das eigentlich auch gar nicht so schlecht, denn dadurch haben wir einen etwas leichteren Gegner mit Serbien. Aber unterschätzen dürfen wir die natürlich auch auf gar keinen Fall. Wir sind ja nicht umsonst in dieses Viertelfinale gekommen. Mittelfeld Kostic, Savic, Lukic, Lazovic, Tadic als Zehner und davor dann noch Vlahovic und Jovic. Also das ist schon auch echt eine richtig gute Mannschaft, gegen die wir hier jetzt gewinnen müssen, um in die nächste Runde einzuziehen. Spitzer Winkel für Sané da. Hätte ich vielleicht doch nochmal auf den Querpass gehen sollen, so wie hier Serbien, die uns hier gerade schon wieder richtig auseinanderspielen. Kostic an den Pfosten. Ey, ultimativ ist dieses Jahr halt auch wirklich ultimativ schwierig. Wir können uns hier phasenweise halt echt minutenlange nicht aus der eigenen Defensive befreien. Und dann musst du solche Chancen wie gerade eben halt auch einfach mal nutzen. Gnabry läuft da so einen komischen Bogen, findet trotzdem Kai Havertz, der passt ihn nochmal in den Rückraum und dann ist es passiert. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit trifft Musiala für Deutschland und bringt sein Land damit zu einer Pausenführung. Aber es ist echt so hardcore schwierig hier. Kontersituation über Kai Havertz, der nimmt den Chip und er ist drin. Traumtor von Kai Havertz. Und ich freue mich hier auch nicht irgendwie künstlich oder so, denn es ist halt einfach extrem schwierig. Auch wenn es gerade vielleicht nicht so aussieht, weil Serbien jetzt halt echt richtig aufmacht, nochmal alles nach vorne wirft, aber das geht so dermaßen nach hinten los für die. Am Ende steht ein souveräner 4:0 Erfolg für Deutschland. Gerade in der ersten Halbzeit sah es aber gar nicht so souverän aus. Aber alles egal, oder muss ich jetzt hier mein persönliches Per Mertesacker-Interview raushauen? Was wollen sie? Wollen sie eine erfolgreiche WM oder sollen wir wieder ausscheiden und haben schön gespielt, also. Wir sind im Halbfinale, darum geht's. Und da treffen wir jetzt auf Portugal. Und im Finale würden einfach die USA auf uns warten, wenn wir denn jetzt Portugal besiegen können. Wir haben natürlich schon den ein oder anderen ziemlich guten Spieler. Mal schauen, ob wir da was reißen können. Wird auch nochmal extra eine besondere Cutscene aufgefahren für dieses Halbfinale. Der Rasen wird perfekt vorbereitet. Und dann kann's aber losgehen. Ich bin mal gespannt, ob Ronaldo bei Portugal aufgestellt wird. Tatsächlich, da haben wir ihn gerade gesehen, läuft auf für sein Land. Oh, und generell Portugal, die haben so viele gute Spieler. Das wird bis hierhin ganz klar die schwerste Aufgabe. Wir sehen ihre Viererkette: Guerreiro, Dias, Pereira, Cancelo. Dreier Mittelfeld: Fernandes, Neves und Sanchez. Vorne drin: Leao, Ronaldo und Bernardo Silva. Also ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen. Die jetzt zu schlagen, wird wirklich sauschwer. Wir müssen extrem aufpassen und vor allem unsere Torchancen nutzen. Und Sané kann ja jetzt vielleicht direkt mal zeigen, wie das geht. Und genau das tut er. Der perfekte Start. 8. Minute. Deutschland liegt vorne. Einfach, aber effektiv gespielt das Ganze. Sané, das wird direkt wieder gefährlich. Leon Goretzka. Da habe ich das Time-Finish leider nicht getroffen. Ansonsten wäre der wahrscheinlich drin gewesen. Von den Portugiesen bis hierhin wenig zu sehen. Ich stelle die Mitte zu. Und das ist natürlich ein Fehler. Du denkst dir halt immer, ja, so aus dem Winkel wird er den ja niemals reinschießen. Aber der Computer auf Ultimativ, wenn der da 10-mal in der Position ist, trifft der 9-mal das Tor. So wie hier Ronaldo, der den einfach mit 1 Milliarde km/h an Neuer vorbeibolzt. Und schon ist die schöne Führung wieder weg. Da drüben ist Gnabry ziemlich frei. Gnabry nochmal zu Musiala. Der landet irgendwie bei Havertz, der aber, glaube ich, im Abseits war. Also wir sind hier definitiv besser drin in dem Spiel. Aber Portugal ist halt ganz klar effektiver. Renato Sanchez mit dem 2:1. Ich frage mich halt nur, was Niklas Süle da drüben treibt. Der hat den Ball doch eigentlich schon. Dann passen sie halt komplett einmal durch den 16er durch. Und schon liegen wir in Rückstand. Musiala muss jetzt aber den Ausgleich machen. Jawohl. Dann drehen wir das Spiel eben nochmal. Kai Havertz liegt den Quer. Falsche Entscheidung. Problem ist nur, allzu viele solche Hochkaräter werden wir einfach nicht mehr bekommen. Gnabry muss den jetzt verwandeln. 88. Minute, das könnte die Entscheidung sein. Das könnte der große Schritt ins Finale sein vor allem. Jetzt einfach nochmal sicher stehen, das Wegverteidigen. Sehr stark vom eingewechselten Raum. Jetzt muss hier eigentlich gleich jederzeit Schluss sein. Kai Havertz läuft nochmal, verliert den Ball. Aber alles egal, denn direkt danach ist Schluss. Deutschland zieht ein ins WM-Finale. Schade für Ronaldo. Hat trotzdem eine gute WM gespielt, hat es ja immer.
immerhin ins Halbfinale geschafft mit Portugal. Wir können uns auch eigentlich mal anschauen, wie die Torjägerliste genau aussieht. Bevor wir hier jetzt ins Finale gegen die USA reingehen, sowieso komplett verrückt, dass die es ins Finale geschafft haben. Genauso verrückt ist der Top-Torschütze Braithwaite. 6 Tore, danach kommt dann Musiala. Das ist auch richtig nice, der hat einfach 5 Tore geschossen. Bester Vorlagengeber Eriksen, Gnabry und noch ein paar andere. Da ist aber auch Musiala mit dabei. Also der spielt eine überragende WM. Da kann man nur hoffen, dass das in der Realität genauso passieren wird. Er wird natürlich auch im nächsten Spiel wieder von Anfang an ran dürfen. Und das nächste Spiel ist nicht irgendein Spiel, sondern einfach das WM-Finale. Und wirklich niemand erwartet, dass da Deutschland und die USA aufeinandertreffen werden. Wenn das passieren sollte tatsächlich, ich sag's euch, ich werde mich auch dran halten, dann werde ich 5000 Euro spenden. Einfach mal so hier rausgehauen. Ich weiß, es ist nicht besonders mutig, weil man ernsthaft Deutschland im WM-Finale, okay, sehe ich noch irgendwo. Aber dass es die USA bis ins Finale schaffen, ist wirklich komplett verrückt. Und umso bitterer wird's für die, wenn sie jetzt dann gleich gegen Deutschland verlieren. Denn natürlich wird das passieren jetzt. Und nein, ich kann nicht in die Zukunft schauen. Aber ich werde mich jetzt halt so Vollgas konzentrieren. Wirklich alles aus mir rausholen für dieses ganz, ganz besondere Spiel um den größten Titel im Fußball. Bei den USA Steffen im Tor, den kennt man ganz gut. Dann Robinson, Long, Zimmerman, Dest, Aronson, Adams, Roden. Also sie spielen in einem 4-3-3 mit Pulisic, Pepi und Reyna vorne drin. Also auch die drei für Bundesliga-Fans sehr, sehr bekannt. Auf unsere Aufstellung muss ich nicht weiter eingehen. Das ist die gleiche wie eigentlich auch sonst immer im Turnier bis hierhin. Goretzka direkt mal mit dem Ball gewinnen. Und genau so kann es hier doch losgehen. Das hier ist jetzt der zweite Angriff. Musiala ist ganz frei. Schau mal, Musiala. Schon wieder ist es dieser Goldjunge, der uns hier zum 1:0 schießt. Und ich glaube, damit rückt er auch an die Spitze der Torjäger. Zusammen mit Braithwaite. Er braucht jetzt noch ein weiteres Tor in diesem Finale. Und dann wäre er der absolute Top-Torschütze. Mal schauen, ob das passiert. Denn ich werde mich jetzt auch nicht nur extra darauf fokussieren. Es geht darum, den Titel zu holen. Der ist nicht drin. Sané ist einfach das ganze Turnier über einen Chancentod, müssen es eben andere richten, wie Leon Goretzka per Außenriss. Deutschland führt früh im Finale mit 2:0. Und man bekommt echt so das Gefühl, dass wir halt im Laufe des Turniers immer, immer besser werden. Ich meine, wir wären fast in der Gruppenphase rausgeflogen. Und jetzt dominieren wir hier dieses Finale. Aber wir sollten uns mal besser nicht zu früh freuen. Günther ist mit dabei, spielt den wunderbar rüber zu Kai Havertz. Und das ist halt dann doch schon fast die Entscheidung. Also fürs Finale hätte ich mir dann schon erhofft, dass es ein Stück weit spannender wird. Aber ich kann hier jetzt auch nicht irgendwie auf Halbgas zocken oder so. Ich muss das hier komplett ernst nehmen. Nochmal Jamal Musiala leider im Abseits. Das wäre es natürlich gewesen, aber vielleicht passiert es ja jetzt. Da ist er! Und damit sollte sich Musiala auch die Torjägerkanone krallen. Wobei es hier ja keine Kanone ist. Aber er wird halt zum besten Torschützen dieser Weltmeisterschaft. Ihr wisst schon, was ich meine. Jetzt nehme ich die USA halt noch so richtig auseinander. Aber es bleibt mir ja nichts anderes übrig. Also manche Spiele waren so schwer bei dieser WM. Aber vielleicht liegt es hier jetzt mittlerweile echt daran, dass ich halt eingespielt bin mit dieser saugeilen Mannschaft. Das war gerade übrigens das erste Turniertor von Thomas Müller. Die USA schießen jetzt noch ihren Ehrentreffer. Da könnt ihr euch gerne anschauen. Der Tunnler Manuel Neuer hält den ersten Versuch. Der zweite geht dann leider über ihn drüber. Aber wen juckt das hier jetzt noch ernsthaft? Denn Deutschland wird zum 5. Mal Weltmeister. Hätte ich kein Problem damit, wenn das in echt so passieren würde. Ist vielleicht jetzt nicht die allergeilste WM. Lieber gewinnt man eine andere. Aber man kann ja die und die andere auch noch gewinnen. Geht ja auch. Von daher würde mich schon trotzdem freuen, wenn Deutschland möglichst weit kommen würde in diesem Turnier. Und vielleicht passiert es ja wirklich so wie in diesem Video, dass am Ende der Titel steht. Dass man am Ende mal wieder diese Trophäe hier in den Händen halten darf. In dem Fall ist es natürlich Manuel Neuer, der das Team als Kapitän komplett durchgecarried hat durch dieses Turnier. Und der ist jetzt der Erste, der die Weltmeister-Trophäe hochhalten darf. Wir vergessen mal, in welchem Land das Ganze ist, unter welchen Umständen. Ja, eigentlich vergessen wir es natürlich nicht. Ist ein absoluter Witz, eine absolute Farce. Aber zumindest für dieses Video dürfen wir uns jetzt kurz mal freuen. Ist ja doch nur in-game. Deutschland holt den Weltmeistertitel. Dazu gibt es ein dickes
fettes Feuerwerk. Das ist, glaube ich, auf alle Fälle neu. Ansonsten, die Cutscenes waren eigentlich so die alten, die man schon kennt. Wir drücken auf Weiter, sehen hier nochmal den kompletten Turnierbaum. 6:1 Sieg im Finale. Ey, ihr müsst euch überlegen, was das sonst für knappe Ergebnisse waren. Gut, gegen Serbien jetzt nicht, aber gegen Belgien, gegen Portugal in der Gruppenphase. Aber wir hatten auch einfach 2 Ausreißerspiele mit drin. Und eins davon war das WM-Finale, was Deutschland mit 6:1 für sich entscheidet. Top-Torschütze im Wettbewerb, Jamal Musiala, 7 Tore in 7 Spielen. Noch dazu ist er der zweitbeste Vorlagengeber hinter Kai Havertz. Der hat die allermeisten Vorlagen gegeben. Das Team des Turniers wollen wir auf alle Fälle noch sehen. Und ich hoffe mal sehr, dass da Musiala auch mit drin ist, denn alles andere wäre ein Witz. Ja, und er ist drin. Mit Neuer, Robinson, Zimmermann, Diaz, Cancelo, Sané, Kimmich, Musiala, Gnabry, Ferreira und Ronaldo. Also Ronaldo mit drin. Ansonsten natürlich sehr viele Spieler von Deutschland. Szczęsny, Torhüter des Turniers. Leider nicht Manuel Neuer, Spieler des Turniers Braithwaite. Okay, der hat schon auch ziemlich gut gespielt, aber ich hätte da eher Jamal Musiala mit dem Ding gesehen. Deutschland gewinnt den FIFA World Cup 2022. Tolle Leistung von Serge Gnabry. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr belohnt meine Mühen mit einem Daumen. Schreibt gerne weitere Videoideen für den WM-Modus in die Kommentare rein. Damit bin ich raus. Bis zum nächsten Mal. Euer Bernie. Tschüss. Jetzt kannst du dir gerne noch ein bisschen anderen Stuff von mir reinziehen. Zum Beispiel das letzte Video oder hier noch ein paar andere Videos. Von daher ganz klare Sache. Klick da einfach drauf, lass dich entspannt weiter unterhalten. Ich warte noch ein bisschen, rede ein bisschen Quatsch, damit du Zeit hast drauf zu klicken. Ja, und jetzt letzte Chance, vorbei.